Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Notizhefte. Mein Name ist Norman Weiß und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Das heutige Thema ist ein ernstes, denn am 10. Mai gedenken wir der Bücherverbrennung. Der Bücherverbrennung im nationalsozialistischen Deutschland. Nicht, dass das die einzige Bücherverbrennung gewesen wäre. 1499 ordnet der Bischof von Toledo im Rahmen der Reconquista, also der Zurückeroberung Spaniens durch die katholischen Könige, und die damit einhergehende Vertreibung der islamischen Mauren, die Verbrennung von 5000 islamischen Büchern an über Theologie, Philosophie, Geschichte und Naturwissenschaft. Allein die medizinischen Bücher bleiben ausgenommen. Heinrich Heine schreibt in den 1820er Jahren ein Theaterstück, das in dieser Zeit spielt, das sich aber eher um politische Verwicklungen und Liebeshändel dreht. Allerdings fällt dort der Satz eines Beteiligten mit Blick auf jene zum Zeitpunkt der Handlung ein paar Jahre zurückliegende Bücherverbrennung. Das war ein Vorspiel nur. Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen. Und die weitere Geschichte ließ diesen Satz wie eine prophetische Voraussage erscheinen. Denn im nationalsozialistischen Deutschland ist es zu in der Neuzeit wohl einmaligen Bücherverbrennungen gekommen. Von März bis Oktober 1933 kam es im ganzen Deutschen Reich zu Aktionen, in deren Rahmen Bücher verbrannt wurden. Zentral ist die Verbrennung auf dem Berliner Opernplatz, heute Bebelplatz, am 10. Mai 1933. Gleichzeitig fanden in zahlreichen anderen Städten mit einer Universität ebenfalls solche Aktionen statt. Und das verweist auf die führende Rolle der deutschen Studierendenschaft in diesem Zusammenhang. Die sogenannte Aktion Wider den undeutschen Geist hatte unmittelbar nach der Machtergreifung begonnen. Sie richtete sich vor allem gegen jüdische, marxistische, pazifistische und sonst unliebsame Schriftsteller. Initiator war der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund. Diese Organisation war bereits 1926 gegründet worden und straff organisiert. Seit 1928 leitete sie ein gewisser Baldur von Schirach, zu dessen Enkelkindern die SchriftstellerInnen Ferdinand von Schirach, Ariadne von Schirach und Benedikt Wells zählen. Nach der Leitung des Studentenbundes übernahm von Schirach auch die Aufgabe eines Reichsjugendführers der NSDAP. Und in diesem Amt hat er seine nationalsozialistische Hetze weiter fortgeführt, bevor er dann Reichsstatthalter in Wien wurde. Und dort war er von 1941 bis 1945 für die Deportation der Wiener Juden verantwortlich. Er nannte das einen Beitrag zur europäischen Kultur. Es mag nicht verwundern, dass sich unter der Leitung dieses Mannes der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund stark radikalisierte. Er dominierte im Weiteren die gesamte Studierendenschaft, stellte die Mehrheit in allen möglichen Universitäten und Korporationen, also auch in den Asten, und ging gezielt gegen unliebsame Professoren vor. In der Weimarer Republik gab es überhaupt nur 23 Universitäten, rund 2700 Professoren und insgesamt nicht mehr als 7000 Lehrende in verschiedenen Hierarchiestufen. Juden durften zwar studieren und Examen machen, sie konnten auch promoviert werden oder sich habilitieren, aber eine Professur war für die meisten ausgeschlossen. Denn hierfür mussten alle Mitglieder der Fakultät, alle Professoren zustimmen und das geschah äußerst selten. Grund hierfür war, dass viele Professoren eine nationalkonservative Einstellung vertraten. Wie die Mehrheit der Studierenden standen sie der Weimarer Republik kritisch gegenüber und hatten allenfalls ein Vernunftarrangement mit ihr getroffen. Die übergroße Mehrheit trauerte aber dem Wilhelminismus und der sozialen Stellung nach, die sie damals
inne gehabt hatten. Obwohl, so muss man hinzufügen, so weit war es damit nun auch nicht her. Natürlich gab es ein gewisses Sozialprestige, das man als Professor in der Kaiserzeit hatte. Im kaiserlichen Hofzeremoniell rangierte der Rektor der Berliner Universität aber auf Stufe 40, also ganz, ganz unten. Und jeder Reserveoffizier konnte sich den Vortritt erzwingen. Also insofern, so golden war die Kaiserzeit für den deutschen Professor gar nicht. Allerdings war seine Stellung gegenüber der Weimarer Zeit natürlich materiell gesicherter. Waren insgesamt ungefähr 1% der Bevölkerung des Deutschen Reichs Juden, so lebten diese allerdings konzentriert in verschiedenen Städten, Breslau, Frankfurt, natürlich Berlin, und hatten einen höheren Anteil an akademischen Berufen, wenn eben auch nicht an der Professorenschaft selbst. Das Judentum als Buchreligion, das Studium der Tora als Ausdruck von besonderer Verbundenheit zu Gott, all das führt natürlich dazu, dass jüdische junge Menschen besonders versucht haben, ein Studium zu beginnen und in einem der sich dann daran anschließenden sogenannten freien Berufe auch tatsächlich einer Tätigkeit nachgehen zu können. Die Säuberung der Hochschulen von diesen Personen spielte also in der Realität eigentlich gar keine Rolle. Tatsächlich handelte es sich um eine Wahnvorstellung der Nationalsozialisten, die eben einer Reihe von Verschwörungstheorien nachhingen und deswegen annahmen, dass die Studierenden durch jüdische Professoren gefährdet seien. Und die Haltung des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes traf auf eine breite Verachtung der Weimarer Republik in der Studierendenschaft, die sich natürlich auch ihrer Perspektiven im Kaiserreich beraubt sah. Man war ins Feld gezogen, hatte für den Staat gekämpft und die Niederlage, die Schmach, verband man mit der Weimarer Republik, die einen um seine Laufbahn gebracht hatte. Auch das völlig irrational, denn schuld am verlorenen Krieg waren die Eliten des Kaiserreichs, nicht zuletzt die militärischen Eliten. In diesem geistigen Klima von Umnachtung und Verwirrung gärte natürlich ein tief sitzender Judenhass, der sich auf den kirchlich begründeten Antijudaismus aufbaute, der im 19. Jahrhundert als Antisemitismus Raum gegriffen hatte und eben durch die Rasselehren zu Ende des Jahrhunderts und um die Jahrhundertwende durch die scheinbare wissenschaftliche Grundierung, wie sie etwa von Houston Stuart Chamberlain propagiert wurde, weite Verbreitung fand. Und so hatte ein Bibliothekar, ein studierter und promovierter Historiker, nämlich Wolfgang Herrmann, 1904 bis 1945, mit der Anlage Schwarze Listen begonnen, auf die er auszusondernde Literatur gesetzt hatte. Angeblich ging es ihm zunächst nur darum, dass diese Bücher nicht ausgeliehen werden durften. Später entschloss er sich aber, sie gleich vernichten zu lassen. Seine Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums wurde zur Grundlage der NS-Verbrennungsaktion. Sie wurde überdies ständig ergänzt und erhielt auch einen völlig selbstverständlich offiziösen Anstrich, als sie nämlich am 16. April 1933 im Börsenblatt des Deutschen Buchhandels veröffentlicht wurde. Auf dieser Grundlage säuberten Studenten Universitätsbibliotheken und Betreiber aller anderen Bibliotheken und Büchereien wurden angehalten, ihre Bestände selbstständig zu säubern. Die ausgesonderten Bücher wurden gesammelt und für die weitere Vernichtung vorgesehen. In den Folgejahren wurden immer mehr Schriften aussortiert. Am Ende standen über 12.000 Titel auf einer entsprechenden Liste der vom Propagandaministerium eingerichteten Reichsschrifttumskammer. Zurück zur Bücherverbrennung. Das, was als Zitat Hinrichtung des Ungeistes propagiert wurde, fand als symbolbehaftete Inszenierung mitten in Berlin unter den Augen der Öffentlichkeit statt. Ich lese das jetzt vor, um kein Detail zu unterschlagen. Nach der Antrittsvorlesung Alfred Bäumlers
der als Professor für Philosophie und politische Pädagogik an die Berliner Universität berufen war, ein überzeugter Nationalsozialist, der die Erziehung im Sinne des Nationalsozialismus und das Studium im Sinne des Nationalsozialismus in den folgenden Jahren entscheidend mitprägen sollte, formierte sich der Fackelzug auf dem Hegelplatz hinter der Universität und zog entlang der Museumsinsel zum Studentenhaus in der Oranienburger Straße. Dort warteten Lastwagen, auf denen etwa 25.000 Bücher verladen waren. Ein regionaler Führer des Nationalsozialistischen Studentenbundes hielt eine Hetzrede und bei strömendem Regen setzte sich der Zug dann unter klingendem Spiel in Bewegung zum Königsplatz, so hieß der Platz damals vor dem Reichstag, und von dort aus dann durch das Brandenburger Tor unter den Linden entlang bis zum Opernplatz. Man führte auf einem Stock aufgespießt den abgeschlagenen Kopf einer Büste des Sexualforschers Magnus Hirschfeld mit sich und der Zug von tausenden Schaulustigen gesäumt wurde nicht nur von den Mitgliedern des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes durchgeführt, sondern es waren auch Studenten in Verbindungen, oft in ihren jeweiligen Farben anwesend, Professoren im Talar, Verbände von SA, SS, Hitlerjugend und die berittene Polizei eskortierte das Ganze. Und so kam man eben auf den Opernplatz gegenüber dem Gebäude der Universität. SA und SS-Kapellen spielten vaterländische Weisen und Marschlieder. Der ganze Opernplatz war mit Scheinwerfern der Wochenschau erhellt. Da der Scheiterhaufen des strömenden Regens wegen nicht entzündet werden konnte, half die Feuerwehr mit Benzinkanistern nach. Nach der Rede des Studentenführers Herbert Gutjahr, die mit den Worten »Wir haben unser Handeln gegen den undeutschen Geist gewendet, ich übergebe alles Undeutsche dem Feuer« endete, warfen 9 ausgewählte Vertreter der Studentenschaft zu den markanten Feuersprüchen die ersten Bücher in die Flammen. Da heißt es dann beispielsweise »Gegen Klassenkampf und Materialismus, für Volksgemeinschaft und idealistische Lebenshaltung, ich übergebe der Flamme die Schriften von Marx und Kautsky«. Und da gibt es dann immer irgendwelche blöden Thesen und Autoren müssen daran glauben. Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner, Friedrich Wilhelm Förster, Sigmund Freud, Emil Ludwig, Werner Hegemann, Theodor Wolff und Georg Bernhardt, Erich Maria Remarque, Alfred Kerr, Tucholsky und Ossietzky sind die, die in diesen Rufen genannt werden. Wie viele Namen davon kennen wir? Natürlich einige, die bekanntesten, aber nicht alle. Wer beispielsweise war Georg Bernhardt? Georg Bernhardt war Redakteur bei der Berliner Zeitung, die zum Ullstein Verlag gehörte, und äußerte sich in dieser Eigenschaft kritisch zum Nationalsozialismus. Er trat horribile dictu für eine Verständigung mit Frankreich ein. Er flüchtete nach Frankreich und setzte dort die Arbeit gegen den Nationalsozialismus fort. Varian Frey ermöglichte es ihm 1941 nach New York zu gelangen, wo er schließlich 1944 starb. Nachdem diese Inszenierung mit den Feuersprüchen beendet war, wurden die restlichen Bücher in großen Paketen von den Lastwagen in die Feuer geworfen. Eine Menschenkette reichte die Bücher bis zum Scheiterhaufen und dort wurden sie dann den Flammen übergeben. 94 Autoren insgesamt. Viele waren bereits geflohen. Erich Kästner stand unerkannt in der Menge und wohnte diesem bizarren Schauspiel bei. 70.000 Menschen, so schätzt man, nahmen an der Aktion teil. Und am Ende, zum krönenden Abschluss, hielt Joseph himself Goebbels eine Rede. Mit dem Absingen des Horst-Wessel-Liedes endete die Veranstaltung. Die Bücherverbrennung beschleunigte natürlich den Schritt vieler Autoren ins Exil, wo sie zum Teil, wie auch geflüchtete Hochschullehrer, eine neue Existenz aufbauen konnten. Aber einfach war das nicht. Es gab die Sprachbarriere. Es gab aber auch die Überlegenheit, den Dünkel etwa gegenüber Amerika. Wir kennen das von vielen, vielen Exilanten, die sich in Amerika völlig deplatziert vorkamen,
wo alles nur um Kino und Unterhaltung ging, von Kultur und Dingen, die 400 Jahre alt waren, niemand eine Ahnung hatte. Und das Gesamtrenommee, was man sich selbst erarbeitet hatte, ab dem Ende des 19. Jahrhunderts, war wenig wert. Und das war kein leichter Schritt für viele, auch wenn er ihnen natürlich das Leben rettete. Gleichzeitig profitierten die Länder, in denen die Menschen sich während ihrer Flucht aufhielten, von diesem Kulturtransfer. Und außerdem profitierte natürlich auch die Bundesrepublik und die DDR, als nach dem Krieg und nach der Gründung der beiden deutschen Staaten ehemalige Exilanten wieder zurückkehrten und das mitbrachten, was sie in der Fremde kennengelernt hatten. Also es gab einen doppelten Kulturtransfer. Sodass man einerseits sagen kann, der Nationalsozialismus ist auch auf diesem Feld gescheitert und hat eben das Undeutsche, was auch immer das sein mag, nicht vertreiben können, sogar zum Reimport beigetragen. Andererseits hat er natürlich Menschenleben vernichtet, Karrieren unterbrochen, Leid und zahlloses Unglück über die Menschen gebracht. Der 10. Mai ist uns also ein Tag der Mahnung. Und bei jedem Buch, das wir lesen, sollten wir daran denken. Zur Bücherverbrennung gibt es auch ein Video bei Harald mit dem Kanal Literatur und Whisky. Und ich verlinke in der Infobox auch die Tonaufnahme jener denkwürdigen Aktion, die am 10. Mai 1933 auf dem Bebelplatz in Berlin stattgefunden hat, der damals noch Opernplatz hieß. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bei einem angenehmeren Thema. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.